die lieben die Musik, ja. 1, 2, 3. Oh, du brauchst gar nicht zählen. Das sind ein paar. Ja, gut. Ja, ich hätte gesagt, wir jetzt sind sie alle auf einem Haufen. Wollen wir? Ja, voll, voll. Los geht's. Boah. Ja, gib ihm. Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Videoserie, nämlich Generation Zero, wie man oben rechts lesen kann, in der Beta. Dementsprechend erstmal ein herzliches Dankeschön an Avalanche Studios, die mir das zukommen lassen haben. Und wir sind deswegen auch heute nicht allein, sondern ich habe mir Verstärkung besorgt, nämlich den Felix, den kennt ihr schon. Hey ho! Dann haben wir noch zwei Kollegen aus der Gaming-Community dabei, nämlich den Gilly. Hi! Auch mein Moderator im Livestream gewesen und den Tami. Der Tami ist der schicke Irokese hier, der Punker. Dann haben wir den Gilly, der ist in dem Military Outfit, und der Felix ist hier als Casual Ranger. So schaut er aus. Unterwegs. Das ist wie Pädophiler. Ey. Genau. Alles klar. Das passt doch, ne? Und wir wollen uns heute das Spiel anschauen, wo es um so Survival Open World in Schweden geht gegen Roboter, und das ist im Jahre 1998. Dementsprechend hätte ich gesagt, legen wir direkt los, oder? Auf jeden Fall. Also, um euch das Ganze ein bisschen zu zeigen, wir gehen jetzt erstmal hier durch. Wer auch immer hier den Zaun zugemacht hat. Eieiei, egal. Einfach drüber hüpfen. Es gibt die Möglichkeit, eben überall Loot zu finden, in Fahrzeugen oder in Häusern. Hier im Haus findet man zum Beispiel eine Waffe, wenn man das erste Mal reingeht. Wer noch keine gefunden hat, einfach reingehen, direkt rechts und dann am Boden irgendwo war das, glaube ich, für euch. Ja, hier beim Roboter war das. Ja, hier beim Roboter. War eine Waffe, genau, da liegt auch eine hier. Flashlight. Hier liegt solche Taschenlampe. Ja, genau, Flashlight liegt auch rum, die kann man damit F ein- und ausschalten. Das ist ganz cool. Und ich zeig mal ganz kurz die Karte hier. Man hat halt eine riesen Erkundungswelt quasi. Und auch Skillsysteme, die man dann mit steigendem Level auch quasi leveln kann. Also diese ganzen Sachen wie zum Beispiel hier weniger Spread, dann mehr Schaden für die Waffe und so weiter und so fort. Das kann man alles hier sich erkaufen, sag ich jetzt mal, mit XP-Punkten, die man im Laufe des Spiels quasi kriegt und eben mit verschiedenen auch Missionen, die man abschließt, erweitern kann. Gut. Ey, hier liegt noch so eine Mission irgendwie rum, falls du noch keine hast. Nö, ich will nicht. Guck, tu mal gerade, Maya, bei dir im Bad zum Radio. Ich glaube, ein Boost, sehr. Ja, genau, Fernglas gibt's auch. Und eine Karte. Wir werden dann auch gleich weitergehen, und zwar zum Polizeiauto, wo ihr Munition kriegt. Oh, ist ja gut. Mein Bad erkundet. Ist noch Radio. Im Fahrzeug übrigens liegen alles, also liegen ganz schön viele Sachen, wie zum Beispiel Feuerwerk oder Munition hinten drin. Oh, okay. Wer noch nicht hat, den kann ich auch noch ein bisschen was geben. Ich habe ein bisschen was gesammelt. Munition ist schon ganz praktisch. Genau. Welchem Jahr spielt das nochmal? Oder hast du das schon gesagt? 1998. Das ist auch geil, die Autos noch. Schicke Volvos. Das passt zu Schweden. Kann man die selber fahren oder findet man die bloß? Nein, fahren kann man nur nicht. Oder auch, ich weiß nicht, ob es kommen wird, aber im Moment zumindest noch nicht. Und das werden wir uns jetzt dann auch gleich anschauen, wenn wir jetzt weiterlaufen Richtung Kirche bei Ibo Holmen. Da werden wir mal schauen, was uns da so erwartet. Also seid ihr jetzt alle schon gut gewappnet hier und gerüstet? Ja, damit ist es gelootet. Gut, dann gehen wir mal los die Straße entlang. Man findet auch, das finde ich ganz cool, immer wieder so neue Sachen und neue Anhaltspunkte, wie zum Beispiel so Briefe, wo man zum Beispiel auch auf Überlebende hinweist oder geheime Anlagen, die man durchsuchen kann. Sowas findet man immer wieder, zumindest habe ich das auch gesehen und gehört. Oh, da vorne ist schon der erste Roboter, Achtung. Hörst du gerade ein bisschen die Stimmung, wurde auch sehr verändert. Ja. Wie ist das also gar nicht? Sollte man lieber mal Stealth auch gehen? Oder? Man kann, aber es ist so, dass die Roboter, die einen suchen, auch weiterhin einen suchen werden. Also wenn man sie ausschaltet, ist besser, weil weniger Roboter. Ah, ich sehe. Da das scannt jetzt gerade die Umgebung, oder? Genau. Wir können es mal mit dem aufnehmen. Ja. Macht euch bereit. Warte mal, meine Munition muss ich irgendwo nachladen? Ja, du musst erst auf die Waffe ziehen. Im Inventar und auf die Waffe ziehen. Aber das muss man nur einmal machen. Danach kann man immer mit R nachladen. Seid ihr bereit? Jetzt wird geballert. Kaboom. Boah, das ging schnell. Ja, das ging schnell. Die Sounds, ja, die Sounds sind cool. Ja, ich wollte gerade sagen, die Sounds. Oh, da kommt noch einer von oben.
Boah, das sieht richtig. Die Pistole klingt so wie. Ich glaube, da kommen noch welche. Oh ja, nee. Ich hör's. Nee. Nicht? Ich will Einbildung ist auch eine Bildung. Und die haben auch immer schön was dabei, also Munition oder ähnliches. Also die jetzt aber alle looten sagen. Oder immer nur da kommen, noch ein paar. Von der Straße aus. Oh, ja, stimmt. In den linken. Der rechte ist down. Ja, der linke rennt. Oh, da kommen noch viel mehr. Wow. Oh, er hat mich getroffen. Hier wieder in das Feuer, ja. Oh ja, direkt neben uns, Leute. Westen, Nordwest jetzt. Eieiei, das ist ja. Der, keine Muni ist keine gute Idee. Alter Schwede. Da kommt jetzt die Invasion der Roboter, ey. Da kommen nochmal welche. Kann man nicht zur Seite liegen? Die haben ihre Freunde gerufen, ey. Ah ne, der ist tot. Okay. Ja, der ist schon tot, hinüber, ne? Ja. Sehr gut. Level up. One Combat. Da geht man gut die Levels hier. Ja, und lootet die immer am besten, damit ihr da... Ja. Warte mal, ist das ein Tank? Man muss aber echt sagen, sehr lustig. Für die, auch bei dir der Hunter gesehen haben, ne, das hat extreme Ähnlichkeit. Also beziehungsweise natürlich ist es auch von dem Studio. Von der Textur. Auch das Design, es ist so geil. Ich finde auch das, die Farben einfach, die Farbgebung. Ist auch die gleiche Sieht auch richtig gut aus. Gehen wir mal zu den Wracks davor. Was sehe ich denn eigentlich meine Gesundheitsanzeige? Unten links. Ja, unten links der Balken. Wenn man getroffen wird, verliert man Leben, aber man blutet nicht. Also das, da braucht man sich keine Gedanken machen. Mit dem First Aid Kit heilt man sich quasi oder füllt es wieder ein bisschen auf. Hier ist ein Brief. Hier ist sogar was drin. Ja? Hier ist sogar First Aid Kit in dem Rucksack drin und irgendwie irgendwas zu spritzen. Feuerwerk. Genau, Feuerwerk ist echt gut zum Ablenken. Also wenn wir jetzt aus der Situation fliehen hätten wollen, ne? Ja. Hätten wir das gekonnt. Weil wir haben ja Feuerwerk und alles dabei. Ich nehme mit dem Radio geht auch anklicken. Ja, mit dem Radio auch. Gut, wir gehen jetzt mal zur Kirche. Das ist sowas wie ein Safehouse. Klamotten. Das war auch die Frage, was du gesagt gehabt hast, Felix. Was ist über dem Haus dafür ein Symbol gewesen? Ja. Das sind Safehouses, wohin man sich auch quasi hin teleportieren oder fast traveln kann. Das finde ich immer ganz cool. Ja, wir gehen jetzt mal zur Kirche weiter, Leute. Ich glaube auch, man kann seinen Charakter schon ein bisschen, modifizieren oder anders anziehen. Hast du auf den Tank geschossen da hinten? Ja, ich wollte gucken, ob das Ding in die Luft geht. Nee, ich glaub's nicht. Also es gibt Tanks, die gehen in die Luft. Ich bin mir nicht sicher, ob der jetzt in die Luft geht, aber es gibt auf jeden Fall welche. Ja, genau. Stellt euch davor, schießt drauf, wenn ich... Jetzt gehen wir mal zur Kirche, Leute. Es ist noch eine Sache, die ich ansprechen will, und zwar hat mir Avalanche Studios jetzt für die Beta, jetzt die bis zum 22. Oktober ist, auch noch 10 weitere Keys geschickt. Also ihr als Zuschauer könnt auch mitmachen, wenn ihr wollt. Alles, was Kanalmitglieder dafür tun müssen, eine Nachricht unter das Video schreiben, einen Kommentar, wo drin steht eben, ja, ich würde gerne testen. Nämlich 5 Keys sind für Kanalmitglieder und 5 Keys für alle quasi. Und die anderen, die nicht Kanalmitglieder sind, müssen ihren Namen, unter dem sie das Video oder unter das Video geschrieben haben, in den Kommentaren im Forum schreiben. Also quasi, ne, zum Beispiel, wenn ich jetzt Daniel heiße, ne, dann würde ich schreiben, Daniel, ich würde gerne das Spiel haben und so weiter. Und im Forum auch nochmal einen Text verfassen, und ihr kriegt dann im Forum quasi den Key zugeschickt. Genau. Aber wichtig ist eben, dass ihr euren Namen auch auf YouTube oder in den Kommentaren halt mit dazu schreibt, damit ich weiß, okay, ihr seid das. Schuhe drin gewesen, nicht schlecht. Ich habe so eine Granate gefunden. Also so eine Granate. So eine Dual Purpose. Ja, ich lootet die Kirche am besten auch schnell, ne? Ja, machen wir gerade. Das ist echt praktisch, weil hier gibt's echt viel Loot und da liegt immer schön viel Feuerwerk und alles rum. Gibt's auch Tiere hier? Kann ich auch hier jagen gehen? Ich glaube nicht. Also die Robotertiere gibt's. Ja gut. Ist ja sozusagen jagen gehen. Sozusagen, ja. In dem Spiel schon. So, und wir werden uns übrigens dieses Spiel jetzt auch in Zukunft ein bisschen mehr angucken. Wir werden halt ein paar Folgen drehen in der Beta und dann auch schauen, wenn es dann mal rauskommt, natürlich, dass wir es weiterspielen werden wahrscheinlich. So, ich hätte gesagt, wenn ihr dann fertig seid mit Looten, dann gehen wir direkt weiter. Wir wollen ja hier zack, zack, gucken, was sonst noch so gibt. Ich will euch kurz was zeigen. Ich habe gerade eine Gasmaske gefunden, die habe ich aufgesetzt. Ich sehe gar nichts mehr. Echt? Ja. Wo hast du die gefunden? Die habe ich da hinten in so einem Rucksack gefunden. Kann ich die auf den Boden legen? Ich bin mir nicht sicher, ob das geht. Ist für jeden selber. Ja. Bei jedem beim Profile. Ja, aber ich sehe hier alles verschwommen. Das ist voll geil. da hat sich einer sein Equipment gefunden quasi. Ja, und hier steht übrigens auch eine Nachricht.
We have gone to Stenhaga Farm to meet up with the Andersons. Go there, Johnny. Also sie sind bei der Stenhaga Farm und wir sollen dorthin kommen zu den Andersons. So gesehen, was? Ne, als Nachricht. Wer ist ja. von uns Johnny? Wir sind alle Johnny. Ach so. Du bist Johnny, ich bin Johnny, wir sind alle Johnny. Hi, Johnny. Und wir gehen jetzt weiter. Und zwar geht's da... Oh, da gibt's auch einen LKW, kann man da reinschauen? Ich ja, kann man. Ziemlich geil aus. Easy going. Das wäre so ein typischer Moment, wenn da so zwei Typen drin wären. Hallo. Ich bin erschrocken, ey. Sehr cool, Shotgun-Joke. Und da hinten sind auch noch Munition. Also da hinten ist auch noch Munition drin. Schaut mal rein. Schnappt's euch. Ich meine, was natürlich jetzt, wie wir wissen, so ist, dass jeder seine eigene, genau, dass jeder seinen eigenen Loot findet in jeder eigenen Kiste. Ach, und Gott sei Dank, jeder für sich quasi. Also bin sonst wäre es ja so, dass einer alles dabei hätte können, ne, und die anderen nicht. Ja, aber deswegen ist es auch wichtig, dass man das im Koop spielt, ne? Ja, ja klar. Komm, Leute, kommt mit. Wir kann gehen man direkt weiter. Kann man Sachen droppen, eigentlich in dem Sinne? Ich glaub's nicht. Nee, ne. Dann eben genau so. Aus dem Grund, ne? Ja. Sonst hätte man alles doch. Doppelt und dreifach. Also das Item... Inventory kannst du droppen, da steht. Aber ob es dann, okay. dann für alle liegt. Ja, genau, ob es dann für alle liegt, weiß ich jetzt halt nicht. Ja, gut, das kann ich können wir gleich mal probieren, genau. Hm. So, ich hätte gesagt, wir gehen hier einfach mal weiter. Wir werden aber noch, es gibt jetzt nicht sowas wie Essen oder Trinken. Nein. Im Moment zumindest noch nicht. Hier sehen wir einen schönen alten Panzer. Und da sehen wir auch richtig schön viele Roboter wieder. Sollen wir die erstmal ablenken, wo alle einen Punkt locken und gucken, wie viele da kommen? Das wäre eine gute Idee, ja. Oh, soll ich mal? Feuerwerk zu bringen. Ja, schieß du mal irgendwo hin. Woo! Das juckt, ah, das juckt genau. die gerade nicht. Dann probieren wir das Ganze doch mal. Vielleicht juckt es die nur bei Nacht mit Radio. Ah, er hört an. Yes, jetzt kommen sie. Ja, die feine Musik einfach. Die wow. lieben die Musik, ja. 1, 2, 3. Oh, du brauchst gar nicht zählen. Das sind ein paar. Ja, ich hätte gesagt, jetzt sind sie alle auf einem Haufen. Wollen wir? Ja, voll. Los geht's. Boah. Ja, gib ihm. Boah. Nimmt den Panzer als Deckung, Leute. Ja. Wir werden von überall flankiert. Aus Norden und aus Südwesten, okay. glaube ich. Ne? Norden sind zwar ausgeschaltet. Ja. Westen sicher. Ich lauf mal ein bisschen nach Norden. Gucken. Bis sieht jetzt. Gut aus. Ja, normalerweise, ne, wenn wir die jetzt provozieren, wie wir gemacht haben, dann dürften keine mehr kommen, glaube ich. Ja. Man hat es ja vorhin gesehen, die sprechen sich ab oder so, ne? Mein ja, dann lootet, liegt hier. Dann lootet schnell mal hier die ganzen Roboter, die rumliegen. Kann ich schaden. So. Und hier gibt's auch eine kleine Kaserne quasi. Das scheint hier schon so militärmäßig gewesen zu sein. Es gibt auch andere. Das sind jetzt sozusagen gerade die kleinsten, oder? Roboter. Das ist möglich. Habe ich aber noch nicht gesehen. Also ich selber bin natürlich noch nie so weit gekommen. Oh, Entschuldigung. Okay. Ja. Aber kann gut sein. Munition mal findet, also, wir haben so viel Munition. Ja. Für nur die Pistole, die sorgt ja. Aber es gibt auch Schrotflinten und alles. Aber ich hätte gesagt, wir gehen jetzt eh weiter. Wir schauen mal, was uns noch so erwartet. Ich bin da schon gespannt. Hier, vielleicht finden wir in dem LKW noch irgendwas Wichtiges. Hier ist unter dem Bett war ein. Der Dude hier am Panzer hat auch noch was. Ja? Ja. Guck mal, euer Leben, dass er euch heilt auch. Oh, ich was man nächstes Mal auch machen könnte, wäre ich wollte gerade sagen, ja. Lass die nochmal so auf einen Punkt kommen und dann eine Granate reinwerfen. Das wäre eine gute Idee, ja, wenn das die komplett ausnockt. Ich finde es halt geil, dass. Habt ihr auch eine Ohr gefunden? Nein. Ich habe eine Ohr als Dekoration gefunden. Du kannst ja alles Mögliche. Für mich selber. So, Leute, ich hätte gesagt, wir gehen weiter. Wir kommen als nächstes Richtung Salthammen. Richtig schwedischer Name. Sind wir jetzt demnächst bei Ikea. Also, komm. Wow. Wo seid ihr? Ich bin hier. Ja, wir gehen jetzt beim LKW treffen wir uns und dann geht's direkt weiter. Genau, in den LKW einfach rein. Dabei. Oh, ein Visier habe ich gefunden. Ja, das ist doch. Aber praktisch. Wie kann ich zum Beispiel einzelne Objekte mitnehmen? Ist so eine kurze Frage. Ich kann immer nur und dann. Ich mach einfach Take All. Ja, ich auch, aber wenn es geht aber bald voll. Du kannst anklicken und dann ist er so ein markiert mit so einem weißen Dreieck oder so.
Oder so. Okay, das ging ja. Ich habe auch hier schön die Granaten und Fuel Cell findet man auch. Wer weiß, was man das mal brauchen wird. Treibstoffzelle. Gut, Leute, weiter geht's. Kann man denn wieder auf die Pistole wechseln, wenn man was anderes in der Hand hatte? Den muss ich im Inventar ausrüsten, glaube ich. Oder scrollen einfach, glaube ich, geht auch. Wir gehen wieder auf die Straße. Seid ihr mal durchs Gras gelaufen? Ja. Das sieht echt hübsch aus. Ja, besonders wenn du durchläufst, ne? Genau. Ja, komplett schön. Die haben sich einfach komplett die Engine von dahinter einfach übernommen, alles. Ja, ist auf jeden Fall nicht verkehrt. So, hier haben wir noch so eine Ruine oder so ein kleines Häuschen. Schauen wir mal zu dem. Aber hier ist nichts weiter, das ist einfach. Glaub ich auch, aber doch. Ah, vielleicht hier drin. Ah, hier drin ist was. Ah, ja, hier drin, ja. Boombox und ein Explosive Gas Tank. Oh, also ja, ich habe jetzt auch hier ein Visier. Ja. Sehr cool. Aber ich kann es halt nirgendwo nur einsetzen. Was auch Fail ist, wenn ich das alles auf einmal einsammle und klick All, dann macht das mir nicht. Dann sagt der Inventory voll. Aber wenn ich, ich hab eine Boombox das einzeln anklicke, dann geht's. Fail. Ha. Naja, das ist wie gesagt Beta, ne? Ja. Also Leute, raus mit euch. Ich hab blockiert alle gegenseitig. Ja, also ich bin draußen. Also ja, ich jetzt. Steck fest. Oh Mann. Was macht ihr denn? Kommt Profis. Was ist denn los bei euch? Ich bin zu breit für die Tür. So, weiter geht's. Also durch Fenster kann man auch nicht springen, hab ich gerade festgestellt. Da hinten sehe ich schon wieder das nächste Haus. Wie wir einfach alle mit Pistole hier rumrennen. Ja, gefährliche Zeit. Bis wir halt irgendwann mal was anderes finden, ne? Da vorne ist ein Safehouse. Das ist eine Faust. Oh, stimmt, ja. Ja. Das ist wahrscheinlich auch die Farm, oder? Ja, das kann gut sein. Gibt's hier noch Roboter als Gegner? Soweit ich weiß, ja. Das ist das Motto. Aber wer weiß, was wir noch so erkunden und sehen werden jetzt dann. Es gibt ja auch eine Story, ne? Und da haben wir die nächsten Roboter. Ja, ich bin mir nicht so ganz sicher. Schmeiß doch mal nochmal ein Radio und dann eine Granate, schmeiß mal. Ja, okay, Mann. Okay, die haben uns schon. Vielleicht mit trotzdem Radio, vielleicht kommen sie alle her. Ja. Ich muss mir kurz heilen, auf jeden Fall. Mann, ist das so viel. Ich weiß nicht, wie ich die Pistole wieder in die Hand nehme. Ich kann mich auch noch mal. Also, ich glaube, so viel haben wir jetzt hier gar nicht. Beim Haus im Süden haben wir am Haus jemanden. F1 kannst du glaube ich drücken. Ey, passt nicht. Das war dann. Ich muss ein Stück vor. Wie geht die denn? Ja. Nee, so geht's nicht. Hast du es rausgefunden? Also ich hab F1 mal gedrückt, dann ging es auf F2. Erstmal hier das Gelände sichern, Leute. Oh, was ist noch? Würde ich die Hecke durchlaufen? Wow. Auf dem Hof? Ja, wir haben auf dem Hof und an einem blauen Auto auch jemanden. Boah, alter Schwede, die Dinger sind so flott. Wow, der hat mich ausgenockt. Was zur? Leute, pass auf, lass die nicht zu nah ran, die können einen ausnocken. Wir müssen auch rufen, echt? Dass so ein Gas tank. Ja, quasi für kurze Zeit außer Gefecht setzen. Ich muss kurz den erste Hilfe-Kit anwenden. Wir müssen auf den Gastank oder sowas da drauf ist schießen. So. Ja. Die haben mehrere Tanks. Die haben einmal diesen Simple Fuel Cell und vielleicht noch was, aber ich hab's nicht gesehen. Level 7. Bei den Skills kann man da schon skillen oder? Ich weiß nicht, ob ja, man kann skillen. Oh, okay. Unter den Tab Skill. Oh. Oh. Der Meier. Ja, ich Mensch. Ich hab da mal was hingestellt. Kann ich da irgendwie skillen, dass ich mehr Platz habe? Du bist die. Nee, ich glaub's nicht. Ich glaub, dafür könnte man, wenn überhaupt, irgendwas finden, aber ich bin mir nicht sicher. Du bist ein richtiger Funky-Typ. Gut, ich hätte gesagt, dann schauen wir im nächsten Video, wie es weitergeht. Und dann vielleicht finden wir dann mehr raus. Ich meine, jetzt haben wir schon rausgefunden, dass die Dinger einem auch schön zusetzen können mit einem Ausnocken. Von dem her hätte ich gesagt, vielen Dank fürs Zuschauen und denkt dran, schreibt in die Kommentare, falls ihr auch mitspielen wollt. Und bis dahin, macht's gut und ciao.